Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir sind immer noch in der sibirischen Wildnis. Jetzt stehe ich zwar nicht mehr auf dem Hang, wie es scheint, nach dem Neuladen, aber doof wie ich bin, natürlich haben wir hier, ist dieses Leuchtding unser aktuelles Einsatzziel. Da sollen wir hin. Die Frage ist auch, ja, ob diese Höhle die Bärenhöhle ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier entlang gehen sollen. Nun sieht man aber auch so ein bisschen, wenn man ins Detail geht auch, hier ist noch irgendwie ein Überlebensversteck und hier oben ist ein Relikt. Ich würde das gerne wieder so mit X eigentlich anvisieren. Das konnte man in einem alten Spiel. Und dann wusste man immer, ah ja, da will ich hin. Genau, dann bring mich da mal hin, so ungefähr. Irgendwie geht das jetzt nicht oder ich habe den Dreh noch nicht raus. Aber ich werde jetzt immer mal auf die Karte gucken, weil ich möchte mir dieses Relikt und was wir so übersehen haben, noch holen. Und da ich jetzt so einen Plan habe, ungefähr in welche Richtung wir jetzt noch wollen, ja, hoffe ich, dass wir das dann noch finden. Die Höhle und das alles. Wir können es ja mittlerweile auch. Hier geht's dann. Ach, das könnte natürlich sein. Das ist ja doof. Okay. Das heißt, hier werden auch Sachen angezeigt, die wir aber schon gefunden haben. Der Monolith, den konnten wir noch nicht lesen. Da sind Herausforderungen. Okay. Ja, das ist ja alles interessant. Forschertasche, noch ein Relikt, was aber noch nicht. Hier ist noch eine Höhle. Und hier ist unser Basislager. Hm. Haben wir denn aber jetzt auch alles gefunden? Muss ich jetzt querfeldein? Nur um nochmal zu checken, ob wir das alles denn wirklich schon gefunden haben? Das, ja. Ich weiß auch nicht. Das... Ich weiß es nicht. Ich drehe mal um. Und suche mal noch. So. In der Höhle waren wir doch schon, oder? Denn wir waren ja schon in einer und hatten da dieses Zeug da. Das Erz geschürft. Aber wenn es hier mehrere Höhlen gibt, dann habe ich natürlich auch keinen Plan. Aber das sieht so aus wie die Höhle, die wir schon hatten. Ja, also ich sehe hier nichts mehr. Ich glaube, das ist die Höhle, die wir schon hatten. Aber ich mache jetzt so ein kurzes Check-up hier, ob wir wirklich schon alles hatten. So ein innerliches Häkchen machen, weil anscheinend... Ja, oder die Sachen werden weißblendend angezeigt. Da ich jetzt viel hier schon abgegrast habe, kann das natürlich auch sein. Dass so ein Dokument wieder vorne jetzt eigentlich weiß, wir hätten wir es noch nicht. Wie zum Beispiel dieses hier. Das ist, glaube ich, eins, was wir noch nicht hatten. Das heißt, ich renne jetzt mal ganz querfeldein ein. Hier nochmal entlang. In der Hoffnung, dass ich dann nochmal das Dokument finde. Wir müssen aber noch weiter geradeaus. Das reicht noch nicht. So, und jetzt müsste ich so ein bisschen nach links und da irgendwo soll das sein. Dokument, bist du hier? In den Büschen vielleicht? Hier oben vielleicht? Müsste hier eigentlich ganz in der Nähe sein. Da! Haha! Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Tja, gibt immer irgendwie einen Propheten und seine Anhänger und immer die, die vom Propheten auch nichts mehr wissen wollen und Leute wie uns, die gar keinen Plan haben. Ja, hier rechts ist noch ein Dokument, was ich übersehen habe. Das ist gut, dass das hier in der Nähe ist. Dann gehen wir da auch nochmal eben hin. Ich glaube, so langsam kriege ich dann doch nochmal den Dreh raus. Das ist ja schön. Ja, das war klar, dass die
Hirschkuh da vorne dann wieder abhaut, wenn ich hier komme. Jetzt bin ich aber ordentlich dran vorbeigelaufen. Dreh dich nochmal um. Schon wieder so weit. Es liegt bestimmt auf so einem Abhang irgendwo. Oh. Wo soll ich denn hin? Den ganzen Büschen und Bergen hier. Nicht, dass das da oben irgendwo ist. Ja. Hallo? Und noch eins. Kommt ruhig her. Ey, das ist so unglaublich nervig, dass ich manchmal daneben schieße. Wo bist du? Wo bist du? Du bist verletzt. Oh, jetzt gehen mir die Pfeile wieder alle bestimmt gleich. Hallo. So. Ey. Na endlich. So, und jetzt bin ich völlig querfeld eingelaufen. Aber ich hasse es, diese armen Rehe anzuschießen. Und dann laufen die hier so verletzt rum. Das ist voll übel. Das mag ich nicht. Kann ich Pfeile nochmal machen? Schön. Jetzt habe ich wieder neue. So, jetzt bin ich schön weggelaufen von meinem Dokument. Aber irgendwie ist man doch ganz schön schnell wieder da, muss ich sagen. Also ich beeile mich mal. Ich weiß, es sind schon wieder 6 Minuten vorbei hier. Aber ohne das, was ich jetzt hier tue, würden wir ja auch nicht das, was ich gerade gefunden habe, so schnell gefunden haben. Von daher hat es ja auch sein Gutes. So, jetzt einfach immer mal weiter hier rumlaufen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Diesmal lasse ich mich auch nicht ablenken. Versprochen. Ja, guck mal, der kleine Schneehase, wie der hier durch Schnee hoppelt. Entzückend. So, und jetzt so ein Schwenker mal nach rechts wäre nicht schlecht. Das Dokument vielleicht hier auch oben. Kann natürlich auch sein. Ist das hier vielleicht oben? Ja, könnte gut sein. Da. Haha. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt. Aber die Übriggebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Ja, wahrscheinlich. Durch den Sturm. Und ich habe Sprachkenntnis erhöht. Kann jetzt Mongolisch der Stufe 1 übersetzen. Eieiei, weil wir hier die ganzen coolen mongolischen Dokumente eingesammelt haben. Heißt das, wir können jetzt zum Monolithen zurück und können den Monolithen übersetzen? Das könnte ich mir ja auch gut vorstellen. Das wäre dann... Ja, wo wäre das dann? Was ist eigentlich hier mit diesen Archivkarten? Kann ich die auch noch einsammeln? Und was ist mit hier unten? Ich gehe mal hier nach unten. Weil ich jetzt hier eh schon in der Nähe bin. Nee, der hell. Wo bin ich hier? So, jetzt nochmal ein bisschen so nach links. Aber vielleicht komme ich da gar nicht hin, weil ich da herkomme. Kann das sein? Oder kann ich hier irgendwo... Ach so, ja. Das bekomme ich noch nicht runter. Ja, okay. Und dann kann ich da rein, alles klar. Da standen wir ja auch schon vor. Ja, ja. Okay. So, dann laufen wir nochmal zum Monolithen. In der Hoffnung, dass ich den jetzt übersetzen kann. Na, also hat sich ja doch gelohnt. Hier. Das ist ja cool. Ja, ja. So. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf. Aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Haha, Münzverstecke entdeckt. Und woher weiß ich jetzt, wo die sind? Und was mache ich mit diesem Ding?
Was macht man mit dem Ding? Ach so, das kann ich bestimmt irgendwie in die Luft jagen oder so. Ja, okay. So hätte man es also auch machen können. Wie ist es jetzt mit den Münzverstecken? Die klingeln immer so schön, diese Dinger. Aber irgendwie, wo weiß ich denn jetzt, wo ich diese Münzverstecke herkriege? Ja, es ist alles noch etwas lernbedürftig hier, aber es ist auch viel umfangreicher vom ganzen System hier als vorher. Also man muss sich schon jetzt reinfriemeln, das müsst ihr mir verzeihen. Und wenn ich es denn dann rausbekommen habe, dann, ja. Werden die mir denn jetzt angezeigt? Ich glaube, das hier, ne? Ja, das ist ein Münzversteck. Okay. Muss ich jetzt aber nochmal quer durch die ganze Karte? Oha. Also, ich könnte jetzt ja auch nochmal hier hin. Ach, man kann ja sogar die an... Ach, ich kann die sogar an Dingsen. Das ist ja toll. Gut, dann versuchen wir das jetzt mal damit. Und jetzt müsste unser Pfeil mich dahin führen. So. Ah, jetzt leuchtet es nämlich da hinten auch wieder blau. Das war nämlich das, was ich das letzte Mal immer gemacht habe. Und ich wollte nur den Dreh rauskriegen. Aber vorher konnte man es mit X. Und jetzt macht man das mit... Ja, bei mir ist es jetzt A. Wie auch immer. So, da vorne ist das Münzversteck. Ich sammle hier fleißig ein. Was wir jetzt machen, brauchen wir nämlich später nicht mehr machen. Und wenn ich das kann, nehme ich das natürlich mit. Ja, du musst noch mal runter. Sorry. Münzversteck? Münzversteck? Lager ist schön, aber wo ist das Münzversteck? Müsste das nicht hier sein? Jetzt bin ich verwirrt. Kannst du das nochmal bitte... Genau, bin ich jetzt so vorbeigelaufen? Anscheinend schon. Wo ist denn das? Da unten. War doch gerade hier. Hier, ach, da. Na also, und noch mehr Erfahrungspunkte. Besser geht's ja nicht, oder? Also, das ist doch schon mal ein Erfolg in diesem Part hier. Einige versteckte Dokumente. Den Monolith können wir jetzt lesen, weil wir die Sprache verbessert haben. Und jetzt sammeln wir noch die Münzverstecke. Ich glaube, das ist schon einiges mehr für den Anfang als vorher. Da kommen wir noch nicht ran. Dann wollen wir jetzt zu dem Münzversteck. Dann noch das da oben und dann haben wir es, glaube ich. Hoffe. Lauf, Lara, lauf. Ja, durch den Schnee sind wir natürlich auch nicht so schnell. Was können wir das hier oben mal runterholen? Wenn das hier schon so vor unserer Nase wedelt. Und da. Alles klar. Yay. Da freuen wir uns. So, jetzt kommt das nächste dran. Die Frage ist auch... Oh, ich weiß gerade gar nicht, warum das hier so langsam ist. Die Kartenlegende können wir da nicht mehr raufmachen, weil wir es anscheinend schon hatten. Archivarkarte, Herausforderungen. Ja, geht anscheinend auch nicht. Dann bitte das Münzversteck. Ja. Und dafür müssen wir da lang. Schön, dass wir jetzt mit der Karte mehr laufen. Ich fühle mich jetzt wesentlich besser als im letzten Part, wo ich noch so ein bisschen hilflos herumirrte. So kommen wir viel, viel schneller voran und den Dreh erstmal einmal raus, geht es natürlich auch in den nächsten Parts schneller. So, haben wir jetzt alle Münzverstecke hier in dem Gebiet? Ich weiß es gar nicht. Aber klingt gut. So. Also ich glaube, hier war es erstmal. Ja, die Dokumente und diese Archivarkarten weiß ich auch noch nicht, was es damit auf sich hat. Ich möchte mich jetzt auf den Weg zum Bären machen, damit wir auch in dem Part noch ein bisschen was von der Story mitbekommen haben. Kann ich dafür auch irgendwie eine Karte mal benutzen? Das wäre schön.
So, da wollen wir hin. Aktuell das Einsatzziel. Aber das müsste uns doch automatisch angezeigt werden, oder? Da oben sollen wir hin. Ja. Okay. Wie kommen wir denn hier oben hin? Müssen wir über den Baumstumpf und dann nach oben? Ich glaube schon. Hui! Nee, über den... Nee, kann man gar nicht. Das war jetzt quatschy von mir. Dann machen wir es nochmal so. Komm ich denn da hin? Kann ich das nur über das Seil machen? Wahrscheinlich, ne? Irgendwie muss ich ja wohl hier hinkommen. Hm. Möchte hoch. Das ist das, was ich will. Ich will hoch. Hier komme ich nicht lang. Hier bin ich nämlich damals hergekommen, aber über den Stock kann ich dahin. Genau. Ah. Okay. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Lara, komm. Wie sie da so lang entlang stapft. Ach du Scheiße. Verdammt, er ist noch da. Ja, er ist noch da. Und ich habe mal eben schnell die anderen Pfeile genommen. So, irgend so ein Bergungsgutzeug. Kann man auch pflücken. Mhm. Ganz toll. Hier sind auch noch sonst ein paar Pilze. Kann ich hier die Glocken eigentlich mal abdüddeln? Hier schon. Hallo. Kleiner Bär. Ausgepfeilte Pläne, besiegen Sie den Bären. Ach du. Scheiße. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Schiss. Ich will da nicht hin. Kann man hier nicht ganz schnell hochspringen an den Ast? So, für den Fall, dass der Bär jetzt... Mhm, toll. Das ist schön. Nee, da hält sie sich nicht fest. Hallo. Hallo. Bärchen. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Was soll ich machen mit RB? Ah. Ach du Scheiße. Nein, 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 sie stirbt mir hier weg gerade. Oh, ich geh. Oh, er ist schon schlapper. Er ist schon schlapper. Weg, Lara, weg. Oh, sie kann sich nicht mehr heilen. Oh, Gott sei Dank.
Bärenfell stellen sie in Lagern aus Bärenfell hochentwickelte Ausrüstung, spezielle Outfits und verbesserte Waffen her. Ich hab den Bären erlegt. Oh, das war jetzt heftig. Geschenkpacks werden für ihre fortschrittliche Geschichte gewährt. Sie können im Marktplatz öffnen. Ich bekomme übrigens auch mal Errungenschaften, sehe ich im Nachhinein bei Steam. Aber die werden irgendwie im Spiel nicht angezeigt. Merke ich immer erst hinterher. Bestimmt habe ich für den Bären auch was gekriegt. Mann. Kann ich vom Bären mir was... Ja, darf ich. Schneid dir mal ein ordentliches Stück ab. Guten Appetit. Ich habe einen Bären getötet. Den ganzen Bären erlegt. Wow. Okay. So, ich hätte natürlich auch immer auf den Ast anscheinend gehen können, um schneller zu sein. Aber ich wollte mich nebenbei immer heilen. Ich glaube, sonst hätte ich es gar nicht geschafft. Aber so ein zweites Mal würde ich es mit den Ästen auch mal versuchen, so geschickt auszuweichen. Aber mein Gott, wir haben es geschafft. Klingel, klangel, klüngel. Yippie. So, ab in die Bärenhöhle. Jetzt haben wir uns aber auch eine Belohnung verdient. Oh, hier ist auch noch was. Was macht sie denn da an dem Kadaver? Anstatt das frische Fleisch zu nehmen. Ach, die Kisten, die kenne ich ja auch noch vom letzten Teil. Ihr bestimmt auch. Hier, neue Ausrüstung erhalten. Teil halbautomatische Pistole. Waffenteile. Stemmen Sie Truhen auf, um Waffenteile und Upgrade-Werkzeuge zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie in Basislagern freizuschalten. Das ist ja geil. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Aha, ein kluger Prophet also. Na denn. So, ich freue mich, dass ich das geschafft habe, muss ich sagen. Die Kletterwand nehme ich mir das nächste Mal vor. Ich glaube, die Pilze konnte ich mir gar nicht mehr nehmen, ne? Weil wir schon genug haben, oder wie war das? Ja, war ich schon voll. Yay, ich habe es geschafft. Ich freue mich. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier als nächstes finden. Na gut, die mache ich nochmal eben auf. So, da gehen wir dann das nächste Mal durch. Bis dann!